Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wie ist da, Leute? Endlich. Was denn? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück. Was sollen wir machen? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre. Ach, Marty, ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ach, nein. Ja, Leute, tatsächlich sind wir wieder hier und der letzte Part, ich habe ja irgendwie länger nicht aufgenommen, es tut mir auch leid, aber es kam ja letztens erst ein Part, der lag aber irgendwie ein halbes Jahr auf der Festplatte oder so, da habe ich ja noch gemeint, dass Far Cry 4 bald rauskommt, aber ich habe es natürlich und ich wollte es ja auch let's playen, aber Leute, irgendwie reizt es mich nicht ganz so sehr wie Far Cry 3, also nicht ganz so dolle, ein bisschen vielleicht, aber nicht ganz so dolle, wir werden es halt auch irgendwann mal spielen, aber dann erst wenn... Da steht mein Auto da einfach rum, das kann ja geklaut werden. Nö. Okay, ich fahre. Ja, warte. Nein. Ich weiß, aber das wird geklaut. Hier ist eine Pendermülltonne, das heißt, ein Pender ist auch in der Nähe. Bestimmt da drin unter dem Kies. Oder was auch immer das Undefinierbares ist. Wahrscheinlich kein Kies, sondern komischer Brei aus irgendeiner Kinderzuchtanstalt, was die immer zu essen kriegen. So, da steckt mein Leute hier. Und Leute, wir sollen ja irgendwas mit dem Hotel machen, mit einer Bombe oder so. Aber fein, nicht gleich zu Schrott. Das ist unser Fluchtwagen. Außerdem vertragen sich Sprengstoff und Verkehrsunfälle nicht besonders. Warum? Sprengstoff? Ja, für ein kleines Feuerwerk. Aber vergiss es wieder. Wir müssen zum Ich kann gar nicht mehr fahren hier. Park in der Tiefgarage. Ja, Leute, das machen wir. Das machen wir, Joe. Das ist alles gut. Wir parken in der Tiefgarage. Ach, Leute, es ist so lange her, seit ich das mal wieder gespielt, seit ich das mal gespielt habe. Ich habe es logischerweise zwischendurch nicht gespielt. Sonst wären wir ja hier nicht mehr. Und ich mache am besten das Radio gleich aus, weil beim letzten Part war wieder mal irgendwie, dass da wieder irgendwelche rumgeheult haben. Hey, Nashimi, du hast meine Musik. Ich möchte aber nicht, dass du das monetarisierst. Ja, ein bisschen schade. Jetzt sagt schon, Jungs, was läuft in dem Hotel da? Hä? Hallo, mit Frau. Der Sprache. Was willst du, ein Buch schreiben? Ich hab dir gesagt, was du wissen musst. So, wie geht nochmal? Oh, da. Ich bin nur neugierig. Ach, Marty, das muss ja nicht sein. Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Er muss gar nichts wissen. Sehe ich mich in Zukunft nach einem anderen Fahrer um? Schon gut, keine Fragen mehr. Geht klar, ich habe verstanden. Besonders er spielt für uns den Fahrer. Warum kann er denn dann jetzt nicht fahren? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Mann. Ich glaube, das ist es da hinten. Noch das ganz große. Hallo, da sind ja auch Gott sei Dank ganz wenig große Häuser. Wörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Mann, dieser Marty, ich vertraue dem auch nicht so richtig. Das ist ja eher so ein kleiner Knirps, wisst ihr, so einer, der gerade aus dem Kindergarten geflohen ist, über den Stacheldrahtzaun geklettert. Weil das ist bei Kindergärten so, dass da Stacheldraht drum ist. Das ist total logisch, war bei mir auch so. Weil die Kinder alle ein bisschen aggro sind heutzutage im Kindergarten. Was ist das denn hier? Ach, der Plenarsaal aus Berlin. Haben wir hier auch. Wisst ihr, alles voller Detailliebe hier. Weil das ist ja Berlin bekanntlich. Auf dem Weg. Aber ohne Musik ist das schon so ein bisschen langweilig. Wisst ihr, irgendwie nicht so schön. Oh, Limonade. Nein, ich mach Musik an. Ist mir auch egal. So. Ich glaube, das ist es hier. Das Hotel. Hinten ist deine Garage. Ja, Mensch, passt doch. Wo ist der? Ich glaube, wir haben ihn geradewegs durch den Boden katapultiert. Das kann ja mal passieren. Entschuldige ich mich herzlich für. Das haben wir doch nicht gesehen. Das ist ja schon so moderner Bau. Unglaublich. Sieht schon so sehr 60er-Jahre-mäßig aus. Park da und lass alle knarren. Nicht, dass du uns Clementis Leute fehlst und wir auffliegen. Ach, wart, warum das denn? Nee. Die Waffen, die schmeiß ich da irgendwo hin. Das wird schon. Okay, Rito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Nee, Marty. Ich glaube, der wird uns noch alles vermasseln hier. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Joe schielt ein bisschen. Klingt gut. Du hast ja echt was einfallen lassen. Muss halt mal so ein Pflaster aufs Auge kriegen. Ja, nicht frech. Gegen das Schielen. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Tja,
Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Nie darf ich mit. Das ist auch verständlich, Marty, weil du bist irgendwie, glaube ich, nicht so ganz so ausgebildet. Sitzt er da jetzt echt? Wo ist der denn? Unser Auto ist weg. Ach, da. Ach so, okay. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Ich schau mal, Joe, ich schau mal. Vielleicht geht's hier auch noch rein. Ja, da. Da liefern noch welche rein. Was ist denn das? Damenbinden oder was? Ach nee, Waschmittel, okay. Ist das gleiche so in etwa? Und jetzt ruckelt der tatsächlich wieder ein bisschen. Hat du wegen Lau gesehen? Oh, da sieht aber schön. Das ist eher indermäßig, aber egal. Wisst ihr, ich kann so ein Chinesisch nicht nachsprechen. Ich weine schon immer ganz dolle, weil ich das nicht kann. Hier liegt doch noch genug Waschmittel. Was wollen die denn mit dem Waschmittel? Die rauchen das bestimmt. Hallo, was ist da drin? Soll ich Ihnen den Weg zeigen? Nö. Hallo. Wer zum Teufel? Oh, ja, ist gut. Sie haben hier nichts verloren. Ja, ja, ich bin schon draußen, bin schon draußen. Alles gut. Im Ernst, was haben Sie hier zu suchen? Ich will doch gar keinen Ärger machen. Hallo, bist du vielleicht? Ah, da ist er, Joe. Hat ein bisschen gedauert, oder was? Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Schlecht. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du? Genau, der geht jetzt einfach mal irgendwo hin. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Ja, ja, mach ich doch. Am besten einen schönen Form, schönen rosa nennen. Das steht mir am besten. Vito, Moment. Hier, kleb dir das Ding an. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Ach, Vito, nicht rumjammern, das gehört sich so. Oh. Hey, ihr zwei, hier rüber. Ah, ich nicht sprechen hier, Sprache. Leck, leck, leck. Ja, ja, gut, mach ich schon. Schweinerei weg, ja, ich spricht sich noch jemanden an. Ist gut, ist gut. Dafür sind wir ja schließlich da. Er muss natürlich zugucken, weil er das so antörend findet. Na los, Bewegung. Das ist doch Harry. Oder Henry? Wie hieß er? Ich hab's vergessen. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Henry, oder? Schweinger, ja. Das war Henry. Ja. Ja. Okay. Kann ich den Eimer wegschmeißen? Ich will ihn nicht haben. Hallo, Eimer. Ich glaube, der ist in meiner Hand einfach in meine Hand geschmolzen. Der bleibt da jetzt für ewig. In forever and ever together. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Ja, trägt auch immer noch die gleichen Sachen. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, aber ich weiß nicht, ob er uns nicht trotzdem auslöschen könnte. Nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Genau, wir sollen Clementi hier auslöschen. Hallo. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr Wir haben da unten ein bisschen Pipi weggewischt. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn ich alles blitzblank ist. Ist gut, ist gut. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Willst du noch einen? Ja, na klar, mach ich doch. Oh, hey, wer denn? Ach, der. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Die Unordnung. Ach so, die Unordnung. Ach so, da, Mülleimer. Einer der Jungs, Hallo. Die vorhin hier waren. Er ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Ach ja, sicherlich. Das passiert mir auch manchmal, dass ich 5 und 6 Mal gleichzeitig immer wieder hintereinander mich im Kopf aufschlage. Mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Das ist doch sehr realistisch. Ja, hilf mir mal. So, dann schneiden wir mal ein Loch ein. Scheiße. Verdammt. Der gelbe. Plus.
Plus zu Plus. Und gleich bumm. Der rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Ja, schrubbe die Flecken weg, genau, weil wir uns anstrengen. Ja gut, versuchen wir mal. Wird sowieso nichts, aber egal. Genau, bestimmt aus der Wand, aus der Tapete rauswischen, das geht bestimmt. Ach nee, das ist eine Teefüllung. Ich würde, wir kriegen noch Ärger wegen der Geber, wegen dem Lied da auf dem Klavier. Dann verschwindet. Na klar, machen wir doch. Okay, und jetzt auf. Hallo? Hallo? Oh, oh. Nein! Ja, ja, pass. Ah, das klappt nicht immer, oder? Da haben sie auch was. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja, klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den. Naja, ist doch für einen guten Zweck. Machen wir hier einen auf Stauffenberg, dann ist gut. Bloß, dass das nicht so geklappt hat, aber egal. So, dann wieder raus hier. Wir müssen nach ganz oben, ne? Stimmt, auch die Fensterputzerplattform. Geht so schlecht von unten, würde ich mal sagen. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Ja, ist ja halt ein bisschen hoch, ne? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Was denn? Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazin. So das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Boah, ein Ehrenstück, wisst ihr? Damit schlafe ich jetzt. Also, nicht wie ihr denkt. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu klotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul. Clementis Männer. Schnell, wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. lecker. Toll, jetzt hat er doch die Waffe gezogen. Ich dachte, wir sollen da nicht lang. Hä? Sinn? Naja. Ich glaube, da müssen wir wohl mal ein bisschen schießen. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Ah. Genau, der dreht sich auch sofort um und schießt. Realistisch, ich kann auch nicht mehr schießen hier in dem Spiel, nur so zur Info. Ich möchte dich zum Feind haben. Lass dir was einfallen. Ja, ja, ich improvisiere doch schon. Wisst ihr hier, ich bastel halt einfach irgendwas aus Holz und das wird's dann schon, weil Holz ist immer toll. Und dann, damit schmeiß ich die dann ab. Komm raus. Das ist alles? Mit dir was? Das war ultra realistisch, muss ich einfach so sagen. Hey, was zum Henker? Ja. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf dich, nö. Ich bin stolz auf mich, dass ich gestorben bin. Mach das gerne. Ich muss erstmal wieder lernen, hier irgendwas zu machen. Ach, der war das vielleicht auch. Ja, das kann natürlich sein. Aber irgendwie ruckelt er schon wieder. Ich verstehe es nicht. Oh. Ach, da. Du schießt wie meine Schwester. Das war echt klasse. Komm, 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 komm. So. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ah, Leute, das wird hier echt noch zur Tortur. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Marty uns das Marty das versauen wird. Mann, das war echt klasse. Ja, das war klasse, ne? Ich kann gut ziehen. So, hier, das war's. So, da sind nicht noch mehr. Oder? Voll unvorsichtig, gleich bin ich tot. Warum sind hier überhaupt Schienen? Das ist auch sehr sinnvoll. Ich glaube, hier drauf fährt bestimmt ein Zug. Genau, auf so einer Autobahn fahren einfach mal 3 Autos. Aber das ist ganz gut so. Das ist ganz gut. Ist ja doch noch einer. Jetzt sind sie unten hier. Stimmt, du Fettsack. Ist der andere? Da. So, ich glaube, das waren alle, oder?
Okay. Ah, hier ist die Plattform. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ohne Thompson, das nehmen wir mal alles mit hier. Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterplattform. Was war das denn? Plopp. Ist einfach weggeplatzt. Voll appetitlich. Voll der Wind hier oben, als wenn wir auf dem Mount Everest wären. Aber jetzt bestimmt genauso hoch. 8000 Meter, das glaube ich, ist schon realistisch. Holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Besonders kommt der da selber nicht mehr? Ach doch, natürlich. Ich dachte schon, den muss immer einer hochholen. Und wenn nicht, dann verschimmelt der da drauf. Hier ist Klebeband. Fessle ihn. Mach ich schon. Ich weiß aber nicht, vielleicht sollten wir ihn nicht lieber... Alle anderen hat's erwischt. Ich glaube, das ist unsicher. Dann nochmal den Besen in den Mund stopfen. Okay, rauf mit dir. Ja. Da muss ich gerade mal kurz niesen. Ja. Hey, wie viel Grad hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Ach, Draht. Ich habe Grad verstanden. Nein, ein oder 15 zwei Grad. Mehr brauchst du nicht. Oh. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Ja, das glaube ich auch irgendwie. Ist ja doch so ein bisschen tief. Okay, oh, da sind sie. Das ist das richtige Stockwerk. Vito, tatsächlich. Schnapp dir den aber Clem, wo ist denn Clementi? Ach, der sitzt da hin. Ich verbinde die Drähte. Jetzt überhaupt nicht nass oder so, sondern der schüttelt da einfach die Taubenscheiße. Die ist so flüssig, dass er die schon abschütteln kann. Und gleich wird's bumm machen. Solange nicht das ganze Teil hochgeht und umkippt, ist ein bisschen schlecht. Ist auch nur an einer Seite eine Fensterputzerplattform. So ein Arm da. Ach nee, den kann. Ach so, ja, genau. Deswegen die Schienen. Okay, ah. Jetzt fahren sie ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Na, ich hoffe, es geht alles gut. Wäre ein bisschen schlecht, wenn nicht. Scheiße. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Ja, ich glaube, die sind aber Gott sei Dank alle tot. Verdammt. Scheiße. Oh, oh. Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. Oh nein. Was zum Teufel? Clementi lebt noch. Scheiße. Der Wichser lebt. Ihr Arschlöcher. Scheiße, bitte. Clementi darf nicht entkommen. Ja, ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass er ein bisschen entkommen wird. Weiß ich auch nicht warum. Mist, scheiße. Los jetzt. Ich hab doch noch eine andere Waffe, die Thompson, genau. Nein! Oh. Achtung! Wo denn? Da, scheiße. Ein bisschen laut. Aber egal. Mist. Ja, jetzt sollte man irgendwie mal... Mist. Das ist alles? Oh. Ja, das war sehr sinnvoll und auch sehr schnell übrigens. Ach so, okay. Zuhören wäre mal ganz gut. Scheiße. Da geht's nicht lang. Da kommst du nicht durch. Ich lass dich nicht zum Fall sagen. Nein! Ich sterbe. Nicht so ganz so lieb. Schießt du meine Blutscheiße. Ich kann vor lauter Wasser nichts sehen.
Scheiße, warum geht der denn an? Verstehe ich nicht. Ach, wegen dem Molotow-Cocktail, stimmt. Hier fackelt echt alles ab. Scheiße, und er lebt noch. Oh, Scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher, ich warte auf euch. 3, 2. Oh. Hey, was ist denn hier los? Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nicht. Ja, gut. Dann war es nur die Putze, die den gleichen Besen hat wie wir. Die hat sie uns einfach geklaut, während wir geputzt haben. Haben wir gar nicht gemerkt. Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Tja, sowas kann passieren. Bist du ja übrigens wieder gescheitert wie bei Mafia 1. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Hallo. Ja, stimmt, hier sind auch noch genug. Mist. Ich weiß auch nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben. Hilfe! Hast du das mal mit dir kennengelernt? Nicht schlecht, was? Das ist alles? Dann blüht dir was. Ich habe irgendwas gelernt und ich höre da nicht schlecht was. Genau, die schießen ja ihr eigenes Haus kaputt. Das macht man doch immer mal so. Oh, da oben. Komm her! Waren das alle? Trau dem immer nicht, den Weltfrieden hier. Scheiße. Das war so klar. Oh nein. Oder er hat sich selbst gerichtet, aber das glaube ich nicht. Aber warum sitzt er da? Ich kann nicht mehr fahren. Hat er gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht dem anderen Kerl. Ja, logisch. Hier, halt du deine Knarre bereit. Oh, ich kann hier nicht mehr fahren, nur so zur Info. Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Hey, ich bin schlecht. Die sind schon weg eigentlich. Scheiße. Nein! Oh Gott. Da kommen wir doch nie wieder dran. Oh, alle Leute totfahren währenddessen, ist ja egal. Gut gemacht. Der nächste ist Clement. Gut, Joe, mit deiner unendlich Munition, Thompson. Dingsbums. Zieh durch! Nein, du kannst doch nicht da lang fahren. Ja, genau, was macht ihr denn da? Ach, das ist der. Okay. Ich glaube, der andere ist ganz down. Die anderen auch so lahm fahren, aber ich bin auch nicht schneller. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wo er denkt so, ah, die habe ich abgeschüttelt, jetzt kann ich ja wieder mit Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Ah, Joe, jetzt erledige ihn nochmal. Ja, endlich. Ich glaube, das war's für dich, Clementi. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Ja, dann mach mal, Joe. Dann mach mal. Das ist für Marty. Geh auf ihn drauf. Ja, das hat er verdient. Was macht er denn da? Hört er Radio? Oder überprüft er den Empfang? Fahren wir zu mir. Okay. Dann beende ich auch gleich mal den Part, Leute. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich ruf ihn an. Weil sonst läuft meine Festplatte irgendwann auch voll. Weil ich habe nicht mehr so viel Speicher frei. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was?
Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen. Bauernopfer. Auch ja? War das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal. Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Scheiße. Dem ist das scheißegal. Ja, okay, es ist irgendwie auch deine Schuld. Und schalten den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Ellie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Mann. Da fehlt gerade die Textur von Joe. Tut mir so leid, mein Junge. Oh. Ah, wir gehen nach Hause jetzt. Na Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Dann fahren wir nach Hause und sehen weiter, wie es weitergeht. Auch ohne Marty. Weil der war ja sowieso nicht so. Jetzt machen wir das Licht noch schnell aus und dann ist gut. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann.